Hallo und willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich bin Maru und wir haben hier gerade die Tür geöffnet und wollen jetzt nicht mehr wissen, was dahinter ist. Wir befinden uns im Psycho irgendwas und versuchen das hier zu überleben, als die Aufgabe. Glaube ich. Ja, überlebe. Was werden wir doch tun? Oh, okay, super, ja. Achidna vielleicht? Arachnoiden-Spinne? Ich werde dich. Okay, kann man irgendwie durchschieben? Nein. Wie du wünschst. Also stimmt, sie können ja nicht über solche Leitern gehen. Also hier Treppen gehen. Ups. Ja, wohin denn? Ich habe keine Ahnung, wohin. Wo soll ich denn damit springen? Die Kameraperspektive ist auch scheiße dafür geeignet, um zu wissen, wo man hin muss. Weil da kann ich nicht hin. Der braucht aber schon eine Ewigkeit, bis er da ist. Epic-Schultern. Ich krieg dadurch weniger Deathmash-Schaden und mehr Gesundheit. Ah. Ah ja, komm mal.
Okay. Können wir einen ticken? Nö. Nee. Wir wollen ja auch nichts auslassen, ne? Gucken wir kurz nach oben. Gucken wir mal unseren anderen Freund auch noch hinterher. Gucken kurz, was passiert, wenn wir die auf beide draufstellen. Boah, wir können das auch draufstellen. Nichts passiert dann, okay? Wie du wünschst. Ach, da sind wir hergekommen, okay. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Von der Seite nie ist. Ich
Die Feiglinge sind verschwunden. Ich werde dienen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Die Tür ist ja jetzt offen. Ja, sonst gibt's ja nichts. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Dann mach ich halt selber. Ich befürchte aber, wir sollten den Hammer nehmen. Was macht, hat er HP Rec gehabt? Bei Crit. Mhm. Schon einiges mehr Damage dafür, ne? Außerdem ist das ein bisschen Bam, der Hammer. Wird ja hier wohl ein Boss kommen? Ich hatte gehofft, ein Champion würde auferstehen, der sich dem Verderben stellen könnte. Und du bist so weit gekommen, Reiter. Eine Schande, dass deine Reise hier endet. Gegen mich wirst du nicht ziehen! Fitna. Mich auch. Schlacht!
genug Zeit. Mit dir kommen, Reiter, bis zum Fürsten der Knochen. Selbst bis zum Gericht. Ach, Hitners Fänge. Dann haben wir auch Hitner besiegt. Lifestyle, das hört sich doch gut an. Hat dir was fallen gelassen hier? Ätzendes Gift. Oh. Das sind das Klauen. Ah, cool, was Neues. Ja, das ist kurz durchrollen, aber es ist was Neues gedruckt ist. Okay. Ich würde sagen, wir killen direkt den König erstmal. Gucken, ob wir es schaffen können. Gucken, ob wir alles ausgelassen haben, mitgemacht haben. Da unten sind noch zwei Kisten, also wir brauchen einen Teleporter-Gun. Aber nicht. Also können wir uns rausporten. Porten wir uns dann doch direkt zum Gefängnis des untoten Königs. Ah, vorher werde ich die Fazit klauen an ein paar Skeletten ausprobieren. So, was mit dem abgesetzten und toten König auf sich hat, ob wir überhaupt weiterkommen ohne Teleporter-Gun und Teilungsding, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hilft dann wieder. Bis dann.